Hallo ihr Lieben, hier ist Birgit von Stempelbund. Heute habe ich diese kleine Wichtelverpackung für euch mit dem kleinen Wichtel. Vielleicht sucht ihr ja noch eine Geschenkidee für Nikolaus, für die Arbeitskollegen, sozusagen Last Minute noch zu basteln oder auch im Freundes- und Bekanntenkreis. Ihr könnt diese Geschenkverpackung aber selbstverständlich auch für Weihnachten verwenden. Viel passt nicht rein, es ist nicht so wirklich groß, diese Schachtel, aber kleine Schokokugeln oder eine große Schokokugel oder ein kleiner Lebkuchen oder solche Dinge gehen auf jeden Fall rein. Auch zu Heiligabend dann vielleicht ein Geldgeschenk, wäre auch eine Idee, das so zu verpacken. Das besondere Material ist dieses Pergamentpapier, was ich verwendet habe. Ein wunderschönes Papier und das macht das Ganze dann einfach nochmal edler und sieht auch ganz schick aus. Ich würde euch gern zeigen, was ihr braucht an Material und wie ihr die kleine Verpackung gestalten könnt. Zum einen ist das Papier und wie eben schon erwähnt, dieses ganz besondere Pergamentpapier. So sieht es aus und es hat zweierlei Sachen. Entweder es ist beflockt, so wie hier, das ist also ganz samtig, oder es hat so schillernde Effekte. Besonderes Pergamentpapier, Schneeflocken nennt sich es und ihr findet es im Mini-Katalog. Das ist noch erhältlich. Da braucht ihr ein Stück und das sind so Reststücke, weil für den Wichtel brauchen wir ja nämlich wirklich viel Material. Das ist einmal Farbkarton in Grundweiß, Farbkarton in Glutrot und Farbkarton in Blütenrosa. Das ist das Papier. Dann haben wir ein Stempelkissen in Glutrot und zwar hier hinten für das Schild ganz liebe Grüße. Das kann man dann hier hinten platzieren. Das ist dann passend zum Wichtelhut sozusagen. Wir brauchen Stanzformen. Zum einen diese hier. Das nennt sich kreative Kissenschachtel. Stammt auch aus dem Mini-Katalog. Da brauchen wir diese Stanzform. Das ergibt nämlich die kleine Pillowbox. Und einmal hier den Anhänger. Die brauchen wir. Und dann habe ich die Stanzform Wichtel verwendet. Diese Stanzformen werden auch in den neuen Mini-Katalog Frühjahr übernommen. Also da könnt ihr dann da weiterhin ordern. Die sind jetzt nicht im Ausverkauf, sondern sie werden in den Mini-Katalog übernommen. Und da brauchen wir eben auch wieder verschiedene Stanzen. Zum einen die Mütze, hier den Bart und die Nase. Diese drei Stanzformen brauchen wir. Und dann für den Spruch habe ich genommen, ganz liebe Grüße aus schöne Gedanken. Ihr könntet jetzt auch Wichtelgrüße nehmen oder ho 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 oder was auch immer euch da gefällt oder ein für dich. Ihr müsst auch gar kein Schild dran machen, auch das geht. Aber mir hat das jetzt eben mit dem ganz liebe Grüße sehr gefallen. Was brauchen wir noch? Zur Deko habe ich verwendet goldfarbene Stechpalmenblätter. Ich weiß gar nicht, ob die euch im Katalog aufgefallen sind. Die sind auch im Mini-Katalog erhältlich. Gibt es in verschiedenen Größen, groß und klein. Und die sind tatsächlich so textil und schillern dann eben in diesem Gold und Weiß. Die habe ich verwendet und ein bisschen Zierschnur in Gold. Das ist ja ein Doppelpack, Zierschnur Gold und Silber. Und da verwende ich die goldene Schnur. Dann legen wir los. Ich zeige euch jetzt, wie ihr welche Form wie ausstanzt. Also zum einen auf dem Pergamentpapier wird diese große Stanzform aufgelegt und auf den anderen Papieren auf dem Blütenrosa die Nase, auf dem Glutrot der Hut sozusagen, die Mütze von dem Wichtel. Und auf dem Grundweiß einmal diese Stanzform mit dem Bart sowie einmal den Anhänger hier. Das stanzen wir uns einmal komplett aus. Das mache ich jetzt gleich und bin wieder für euch da. So, jetzt habe ich das also alles einmal ausgestanzt. Hier die Mini-Pillowbox aus dem Pergamentpapier, den Hut, das Schild, den Bart und die Nase. Und jetzt setzen wir uns als allererstes den Wichtel zusammen. Das ist ja nicht schwer, das erklärt sich ja fast von alleine. Denn der Bart hat ja hier auch diese Aussparungen, wo dann eben die ausgestanzten Teile genau passgenau drauf passen. Also zum einen jetzt hier die Nase. Hier drauf.
den Hut, die Mütze. Kommt dann einmal oben drüber. So. Das lassen wir jetzt ein bisschen anziehen, dass das trocknen kann. In der Zwischenzeit stempeln wir uns das Schild für hier hinten drauf. Da habe ich mir eben den Spruch ganz liebe Grüße auf den Block gezogen. Stempel das dann einmal in Glutrot auf das Schild ab. Ein bisschen schräg. So. Sind wir da schon fertig mit dem Schild. Es ist eigentlich nicht aufwendig. Man braucht eben nur die entsprechenden Komponenten, um das Ganze dann zu gestalten. Der Wichtel, der bekommt hier oben an die Mütze noch zwei Stechpalmenblätter. Die setze ich mit Klebepunkten zusammen. Jetzt ist mein Stechwerkzeug gar nicht da, muss ich die Schere nehmen. Aber das geht auch. Klebepunkte hier drauf, gerne so ein bisschen versetzt und dann noch einen Punkt oben und das kommt dann hinter die Mütze sozusagen. Können noch ein bisschen ausrichten. So, dann ist der Wichtel auch schon fertig. Jetzt nehmen wir uns die Box vor. Da seht ihr, habe ich schon nach dem Stanzen ein bisschen vorgearbeitet. Und zwar knicken wir uns jetzt die Falzlinien, die damit eingeprägt werden, die knicken wir uns jetzt ganz vorsichtig nach. Ihr müsst beim Pergamentpapier aufpassen, dass euch das nicht reißt. Also ganz vorsichtig, am besten nur mit den Fingern dieses Papier oder dieses Pergament nachfalzen, auch diese Rundungen. Das ist ja, wie gesagt, alles vorgegeben. Hat auch immer so ein bisschen Spannung. Das Material ist ja so ein bisschen störrisch. Ihr könnt die ganze Schachtel selbstverständlich auch mit normalem Pergamentpapier machen. Dieses könntet ihr dann zum Beispiel prägen. Oder ihr embosst weiß auf dem normalen Pergamentpapier. Oder ihr nehmt Farbkarton oder selbstverständlich auch ein Designerpapier. Aber ich finde halt eben dieses besondere Papier mit dieser Haptik, diesen samtigen, ganz, ganz toll. So, dann schließen wir uns die Schachtel, indem wir einmal hier diesen Verschluss zukleben. Da mache ich mir jetzt doppelseitiges Klebeband drauf. Flüssigkleber würde nicht so gut halten. Gut festdrücken, das Ganze. Trägerfolie lösen. Hoffe ich, dass ich es nicht zu weit runtergesetzt habe. Doch, ich habe den zweiten Streifen, weil ja hier diese Aussparung ist, der ist zu weit unten. Den mache ich noch mal weg. Ja, so geht's. Nicht richtig überlegt, aber es müsste eigentlich auch mit einem Streifen halten. Wir probieren das jetzt einfach mal aus. Im Normalfall reicht es auch. Also achtet darauf, sonst klebt ihr euch nämlich die Box, das, wo es mir jetzt beinahe passiert wäre, insgesamt innen zu und dann kann man natürlich nichts mehr reinpacken. Das wäre schade. So, und jetzt müsst ihr euch überlegen, welche Seite ihr vorne haben möchtet. Die mit dieser Kante, mit diesem Verschluss oder die Seite, wo nichts ist. Das könnt ihr jetzt selbst entscheiden und dementsprechend schließt ihr jetzt dann die Seiten. Wenn ihr das vorne haben wollt, hier diesen Verschluss, dann
klappt ihr zuerst die vordere Lasche um. Umgekehrt. Sorry, heute ist aber auch der Wurm drin. Erst die hintere selbstverständlich und die vordere verdeckt dann das Ganze. So sieht es dann aus. Oder aber ihr dreht es rum und dann macht ihr das hier so. Wichtig ist, dass also die vordere Klappe zum Schluss schließt. Je nachdem, wie ihr das haben wollt, müsst ihr das halt dementsprechend verschließen. Na, wenn ich es jetzt rumdrehen würde, dann hätte ich jetzt hier die offenen Klappen. Das würde jetzt nicht schön aussehen. Deswegen überlegt euch, welche Seite ihr vorne haben möchtet. Ich nehme jetzt die Seite, wo kein Verschluss ist. Und es ist auch gar nicht schlimm, wenn das jetzt so ein kleines bisschen hier sich öffnet. Denn wir machen ja hier noch eine Schnur drum und dann verschließt es auf jeden Fall ganz genau. Vorher natürlich das Geschenk dann auch reintun, was ihr haben möchtet oder was ihr verschenken möchtet. Damit ist die Schachtel dann auch fertig. Dann nehmen wir uns die Schnur. Die legen wir uns doppelt drum. Dann sieht es noch ein bisschen eleganter aus. Lasst euch genug Überstand für die Schleife. Bevor ihr es zuknotet, fädeln wir noch das Schild ein, und zwar auf der Rückseite. So. Das hält sich dann an diesem Platz. Und ihr seht, mit der Schnur wird dann einfach diese Seitenlaschen, die werden dann noch so ein bisschen zugedrückt und dann hält es auch ganz gut. Und jetzt können wir hier auch schon verknoten. Und am besten ist es, ihr macht nur eine Schleife, also nicht wirklich einen direkten Knoten. Wenn derjenige die Verpackung öffnen möchte, ist es ja schade, wenn er das dann alles kaputt schneiden muss. Ausrichten das Ganze. Man kann ja natürlich auch dann so ein bisschen durchschimmern sehen, was drin ist. Das ist, finde ich, aber jetzt persönlich gar nicht schlimm. Wenn es stört, also wie gesagt, ihr könnt es auch gerne mit Farbkarton nachbasteln. Aber dann hat es ja eben nicht diesen ganz schicken Effekt. So, ein kleines bisschen schneide ich mir es ab. Ein bisschen zu groß. Und hierauf kommt jetzt der Wichtel. Ein bisschen ausrichten hier das Schild. Es kippelt so ein bisschen, damit ihr das besser sehen könnt in der Kamera. Lege ich da jetzt mal was drunter. So. Jetzt schauen wir, wo wir den Wichtel platzieren möchten. Und damit der so ein bisschen 3D über der Schachtel schwebt, machen wir uns Dimensionals drauf. Da achten wir drauf, dann nehmen wir die großen, dass wir die Dimensionals so platzieren, dass die Schnur noch frei bleibt. Ihr könnt selbstverständlich auch einfach das Ganze hier auf der Schachtel positionieren. Das macht das Ganze einfacher, weil wenn die Schnur aufgemacht wird und man möchte das Ganze öffnen, sollte man die Schnur ja vielleicht eventuell auch abziehen können. Und deswegen lassen wir die Schnur frei. Und ich klebe jetzt auch die Dimensionals doppelt. Ne, geht nicht ab. So. Dadurch, dass jetzt nichts drin ist, drückt sich das selbstverständlich jetzt hier so ein bisschen rein. Ist aber gar nicht schlimm. Und da kleben wir uns jetzt unseren Wichtel drauf. Und zwar so, dass er oben und unten so ein bisschen über die Packung steht. Gut festdrücken. Da
Dann könnt ihr der Mütze hier oben noch so ein bisschen einen Knick geben. Dann hat es noch so ein bisschen Dynamik. Und so könnte man es jetzt rein theoretisch auch schon verschicken und verschenken. Aber mir war das jetzt hier noch ein bisschen leer und deswegen habe ich mir jetzt hier die Ilex-Zweige noch genommen und tue die noch mit draufkleben. Und dann nehme ich auch die größeren teilweise. Brauchen wir wieder unsere Klebepunkte. Kommt hier dahinter. Und hier unten machen wir dann zwei Stück hin. Ihr könntet jetzt auch kleine Sternchen hinkleben oder goldene Punkte, kleine Schneeflöckchen, was ihr eben auch nehmen möchtet. Ihr könntet auch so Goldsprenkler drauf machen vorher mit Farbe. Das würde auch funktionieren, einfach, dass es noch ein bisschen schimmert und glänzt. Weihnachten ist ja immer ein Fest, wo es auch gerne mal ein bisschen mehr sein darf. Und damit ist diese kleine Geschenkverpackung auch schon fertig. Ihr seht, kein Hexenwerk. Das ist wirklich super easy zu machen und auch in großen Stückzahlen relativ schnell gestaltet. Ich finde also gerade für Nikolaus Last Minute nochmal ist das eine schöne Idee und wirklich eine kleine Kleinigkeit, was aber ja zauberhaft aussieht mit diesem kleinen Wichtel. Ich finde den ja auch so putzig. Und ja, vielleicht ist das ja auch eine Idee für euch. Ihr seht, bei dem linken habe ich jetzt den Verschluss vorne genommen und hier habe ich ihn jetzt nach hinten genommen. Es wirkt also ein kleines bisschen anders, nicht viel, aber der Effekt ist halt hier, dass man hier nochmal diese Wellenkante mit drin hat. Da müsst ihr entscheiden, was euch besser gefällt. Und jetzt möchte ich euch noch eine Variante außer Konkurrenz zeigen, sozusagen, die ich auch gestaltet habe, um euch zu zeigen, wie variabel auch Stanzen sein können. Und das ist diese Verpackung. Gleiches Prinzip, die gleichen Stanzen, in Anführungsstrichen, also die gleichen Stanzenpakete. Und jetzt ist es ein kleiner Engel. Auch auf diesem Pergamentpapier, auch die Goldschnur, alles dasselbe, aber eben in einem weihnachtlichen Design, was man vielleicht dann zu Heiligabend verschenken möchte. Und diesen Engel, den habe ich folgendermaßen gestaltet. Das Kleid und die Arme sind aus dieser Pilzform geschnitten. Auch der Kopf, das ist also in einem geschnitten. Erst den Pilz ausgestanzt und dann das Ganze manuell angepasst. Die Hände des Engels sind die hier diese Nasenformen zweimal. Der Heiligenschein ist diese große Blüte hier. Die Deko auf dem Kleid ist die kleine Blüte. Und was haben wir noch? Die Flügel. Die Flügel habe ich gestaltet aus dieser Form. Drehe es euch mal rum. Und da habe ich einfach die Außenseiten mir weggeschnitten. Also dieses Gezackte. Und habe es dann hinter den Engel sozusagen geklebt. Mit Goldschnur noch eine Perlenkette gestaltet. Und dann habe ich aus der Vorverkaufsaktion noch diese goldenen Punkte aufgesetzt. Und wie gesagt, die Goldschnur noch dran. Und dann hat man diesen kleinen Engel. Also ihr seht, diese Stanzformen kann man auch für ganz andere Dinge verwenden. Das nennt sich ja Punch Art. Ich finde das immer ganz toll, wenn man da Ideen hat. Und ja, wie gesagt, vielleicht gefällt euch dieser kleine Engel auch. Und das ist eben so die Variante außer Konkurrenz, die ich euch jetzt nicht zum Basteln gezeigt habe, aber die ihr bestimmt auch gut nacharbeiten könnt. Und ich zeige das auch nochmal auf meinem Blog. Da setze ich euch Fotos, wie ich jetzt was platziert habe, wie aus was es rausgeschnitten ist. Das tue ich euch einfach zu dieser Anleitung zum Wichtel noch dazu. Und vielleicht könnt ihr ja denn die beiden Verpackungen auch gestalten, verschenken. Ich denke, das ist einfach eine süße Idee. Selbstverständlich könnte man jetzt das Kleid von dem Engel auch noch prägen oder man könnte eben jetzt hier das Ganze noch kolorieren, wie es euch gefällt. Ich fand jetzt dieses Gold und Weiß sehr elegant und auch den Wichtel nur mit diesem roten Akzent von der Mütze hat mir jetzt eigentlich persönlich ganz gut gefallen. Ihr wisst ja, ich bin eher so ein bisschen reduziert und ja, das ist meine kleine Idee jetzt für dieses Wochenende.
Ich hoffe, ich konnte euch damit inspirieren. Hat euch Spaß gemacht zuzugucken? Wenn ja, dann abonniert mich doch oder gebt mir ein Like. Da freue ich mich sehr drüber, auch über einen Kommentar freue ich mich sehr. Und denkt dran, es laufen ja die aktuellen Aktionen. Alle Infos findet ihr wie immer unter www.stempelbund.de, auch die verwendeten Materialien für dieses Projekt. Jetzt wünsche ich euch einen schönen ersten Advent. Genießt dieses erste Adventwochenende und wir sehen uns dann im nächsten Video. Macht's gut, ihr Lieben, bis dahin. Ciao, ciao.